Es gibt Projekte, die man macht, die bleiben in der Schublade. Man fühlt sich aber rocky, wenn man sie sieht. Wir haben die Wirtschaftsuniversität Wien gewonnen. Das war unser Projekt für das Herzstück. Wir bauen jetzt das Projekt, aber nicht das Herzstück. In der Schublade ist es und man fühlt sich rocky. Unser Projekt ist Masterplanung, Freiraumplanung, die Garage und das Hörsaalzentrum. In einem Campus, das Tag und Nacht, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr offen sein muss. Buenas noches. Ich hoffe, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Bus steht für, also Bus ist keine Farbe, Bus ist ein Bus wie ein Bus, aber nicht wie ein Bus in Wien, wie man sich das vorstellen kann, sondern es ist wie ein Bus in Lateinamerika, also wo man einsteigt, aussteigt und vielleicht ein Ticket kauft. Integrale Masterplanung heißt vielleicht Freiräume, wo Vernetzung unterschiedlichster Protagonisten passieren kann. Und wie schafft man so ein Setting, wenn der Kunde Superstars sucht? Unser Setting baute auf viele Themen. Unser Setting erfand Instrumente, um Räume zu beurteilen und nicht unbedingt Objekte zu beurteilen. Das wurde für die Jurierung des Projektes von uns erfunden. Wie viele Beziehungen stehen in so einem Prozess? Wie viele Leute man kennenlernt? Wie viele Leute man vergießen muss? Und wie viele Leute man eigentlich am Weg immer noch sich bei der Hand nehmen will, um sowas möglich zu machen und Realität? Superstar-Architektur mit Glamour, aber ein Green Building, Folgekosten, Energiekonzepte, die hochqualitativ Betriebskosten senken sollen. Alles Themen, die man unter Fach und Dach bringen muss. Ein Ort der Freiheit für extrem viele Studenten. 30.000 Leute werden hier sein. Tag und Nacht offen. Wie schaffen wir, dass keine Zäune dort entstehen? Wie schaffen wir, dass eine gewisse instabile Balance mit so vielen Interessen, die hinter der größten Wirtschaftsuniversität Europas stehen, damit hier vielleicht eine Alternative zur Globalisierung entsteht? Gut, Team aus vielen Startarchitekten oder lieber nur ein Maradona und viele Leute, die für ihn spielen? Gute Frage. Unser Hörsaalzentrum, eine kleine Stadt, 4000 Sitzplätze, 4000 Wartende in einem Haus. Wie schaffe ich Kommunikation, innovative Vernetzungsmöglichkeiten, eine reale Welt, die spannender ist, als zu Hause zu bleiben vor dem Computer? Nicht so lange, dass das Bier ausgeht. Also in Wirklichkeit, wir werden konfrontiert mit gewissen Positionen, wo mehr oder weniger ein Luxus wird, weil gewisse Regeln werden dadurch sich ändern und einfach anderes, also einfach die Normen anders interpretiert werden können. Unser erster Generalplanauftrag. Es ist eine Entscheidung, auf welche Seite man gehen möchte. Wir bluten, wir schwitzen, aber wir dürfen entscheiden. Und das ist schon sehr viel. Auf jeden Fall sich selber mit einem Produkt identifizieren können, sehr wichtig ist. Was ist dieses Produkt, was eigentlich draußen steht, also drauf entsteht?
wenn nicht unser eigenes Leben. Nicht nur einen Campus zu bauen, sondern nicht vergessen, dass wir einen Bezirk verändern mit so einem großes Projekt. Die Stadt Wien wurde, weil wir so lästig waren, vernetzt, sich aufgestellt. Wir sind jetzt mit der Umfeldplanung auch konfrontiert. Wir denken, was wird passieren mit diesen vielen Interessen in dieser großen Unistadt, die hier entsteht, und wie kann man offen genug sein, diese Aleatorik zuzulassen, indem man vielleicht Urbanität anders versteht, Kommunikation anders lebt. Nur das wird dann nicht mehr in unseren Händen sein. Es wird dort stehen und an Studenten werden es bespielen oder nicht. Also genauso wie am Anfang, wie am Ende und wieder mal am Anfang die Stadt. Also eine Stadt, die weiterleben wird, die mit uns oder obwohl uns weiter sich entwickeln werde oder wird. Und eine Stadt, an die wir glauben und auf jeden Fall glauben, dass sie besser werden kann. Also nicht nur mit Ideen, sondern mit ein bisschen Architektur. Dankeschön.